Schwere Spiele. Die heutigen Spiele sind eh alle schon zu leicht. Meinste? Ja. Nein, spiel mal den Scheiß hier. Okay, on the first day, Bonus-Story ist mega. Ist doch gut, wenn es herausfordernd ist, meinst du nicht? Ja, aber nicht so wie dieses Scheißspiel. Wieso sagst du immer, dass es ein Scheißspiel Weil ist? das Spiel schwerer wird, wenn du verkackst. Ja, das ist ja der Clou daran. Das heißt, du musst dich Weißt du anstrengen, was? nicht zu Das Spiel sagt verkacken. dir, streng dich an. Oh, du hast verloren. Weißt du was? Wir machen einfach ein bisschen schwerer. Vielleicht schaffst du es jetzt. Alter. Ja, das ist doch, da ist doch die Logik dahinter, meinst du nicht? So, Kamera, normal, normal, normal. Blut, ja. Schwierigkeit gibt es natürlich nicht zum Aussuchen, ne? Wäre ja auch zu schön. Oh ja. Bitte Namen geben. Nein, wir bleiben bei C. Das bringt Glück. Moment, wie schreibe ich denn hier nochmal groß? Nein. Da. 1, 2, 3, 4. Dann, wie schreibe ich jetzt wieder klein? Nochmal drauf, ne? Ah, Mann, du. Boah. Jetzt habe ich schon Probleme Oh, mit dem ich Namen hier. wolltest du jetzt gerade Motherfucker Mother of a fuck. sagen? Mother of an ass! So, Sion. Ist Männlich das? sind wir heute mal. Was nehmen wir für eine Klasse? Ein Krieger, der kann ordentlich auf die Kacke hauen. Ein Krieger soll ich nehmen? Also mal sehen, es gibt Templer, Räuber, Barbar, Vagabund, Magier, Priester, Jäger, Ritter, Ja, Barbar Soldat. klingt gut. Barbar, lass mich den mal erstmal angucken hier. Ist ja egal, wie er ausschaut. Hauptsache, er kann Nee, alles der super Barbar ist bekommen. Absturz. Der hat zwar die meiste Vitalität, glaube ich, aber der kommt ja ohne irgendwas. Ja und? Und Uni Der Blut macht braucht nicht nichts, satt. der haut die Leute, der haut die Dämonen mit den Fäusten kaputt. Was? Wie will was oder wie? Uni sagt, er ist raus aus dem Pokal, hat gegen Bremen verloren. Ah. Ah, na so viel zu Bayern, ne? Nee, er spielt irgendeinen Zweitligaverein. Ach so. Wie wär's Am denn mit liebsten dem über Bayern Ritter? gesagt. Wie wär's denn mit dem Ritter? Aber nee, den Ritter habe ich schon mal gespielt, der ist so richtig träge. Aber der hat nur Naja, Leben der hat 8. immer eine Rüstung an, oder nicht? Was sagst du zum Soldaten? Was kann der? Der hat einen ziemlich hohen Vitalitätswert, auch Glück. Aber dafür hat der Ritter zum Beispiel im Vergleich mehr Stärke und mehr Ja, Intelligenz. klingt doch ganz vernünftig, ja. Ein Soldaten. Ja, Soldaten. Nehmen wir einen Soldaten. Aussehen ändern. Ich bin kein Weißer. Kann ich mich hier schwarz machen? Na dann, ja, kein Wunder, dass du dauernd verkackst, wenn du immer schwarz bist. Boah, ich bin einfach aus dem. Ich bin kein Südländer. Bin ich aus dem. Ich bin. Ja, wenn ich Westenengel bin, ich Ja, du weiß. kommst aus einem Land, was du nicht weißt, wo es liegt oder wie man es ausspricht. Spooky. Wo zum Teufel kann ich denn. Ich will. Ah, hier irgendwo. Kiefer, Haarfarbe. Es gibt keine Hautfarbe. Ich fühle mich irgendwie diskriminiert hier. Jetzt fangt das schon wieder an. Ah, Hautfarbe. Machst du gelb? Rosig oder blass? Das sind meine Optionen. Oh, seht mich an, ich bin der rosige Held, ich bin der rosige Soldat. Das kommt hin, das kommt hin. Grün? Egal, passt. Gibt's nicht sowas wie Black and Yellow Farbenstyle, oder? Für die Genau. Haut? Das gibt's als Hautcreme, Was? Black and Yellow, die ey. Hautcreme? Ja, Mann, Black, Yellow, Whitey. Black, Yellow, Whitey. Augenbereich Oh ja, passt. dann sind sie ja nicht Typ. Ja, Mann. Oh ja, sind sie dann auch noch rechts? Dann sind sie ein Schwarzer aus mit asiatischem Hintergrund, der, weiß nicht, wo bei euch das weiß sein, keine Ahnung. So, das passt schon. Egal, ich gehe mit so einem Irokesen-Scheiß. Ich habe eh einen Helm auf, man sieht mich eh nicht. Warum mache ich mir denn überhaupt eine dunkle Hautfarbe, ey? Wollte gerade sagen, wenn du lieber eine Rüstung machst, wo man dich eh nicht sieht. Ja? Ja, nur muss trotzdem passen, ne? Ey! Okay, die Gegner Cutscene können wir Land überspringen. B12. Interessiert keinen. Ladebildschirm. Oh, gleich hau ich auf die Kacke, ey. Ja auch gleich am Anfang ein Boss, oder nicht? Ja, was? Hallo? Was ist mit dem Boss? Ja, aber kommt da nicht am Anfang gleich ein Boss in dem Ja, erst kommt Spiel? so eine Art kleines Tutorial, da sollte ich alle töten können. Dann kommt der Boss, da den fick ich auch weg. Und dann. I shall guide you. Okay, erstmal wieder die Knöpfe irgendwie. L1 ist Blocken, L2 ist der Konter, den habe ich immer geliebt.
Achso, ja, genau. Und auf L1 sind schwache Schläge, aber schnell. Und auf R2 sind stärkere. Wo rennen? Kreis halten? Jo, Kreis halten. Okay, alles klar. Boah, der Soldat kann sogar rennen. Mhm. Ja, richtig sportlich, der kleine Haudegen. Oh, komm her, Alter. Come on, you motherfucker, come on! Ja, das ist. Die hart, ne? Oh, come on, you motherfucker! Und tot. Ich hoffe, es stört dich jetzt nicht, dass ich ein paar Solettis futter. Ach was, nie und nie immer. Hau dir alles in die Wand rein. Hm. Ja, ja. Kreis gedrückt halten, sprinten. Machen wir mal. What's up, Doc? Und wo kommt einfach immer der ganze scheiß Engel-Videogame-Nerd-Stuff her? Das ist unglaublich. Ja, der ist auch geil. Das ist cool. Ich will ein Hemd mit seinem Gesicht verwehren. Ja, mit aufgerissenem Maul, wo drunter steht, ey! Und so rennst du die Öffentlichkeit. Alter, wie geil. Auf der Rückseite steht noch Mother of a Fuck oder irgendwas. Du bist tot. Ey, was, du hast mich getroffen. Pisse hier. Wo sind wir? Mother of a Fuck! Ich hab einen Speer als Soldat? Ich hab mal gedacht, du hast den Soldat schon mal gespielt. Nee, ich hab den Ritter gespielt und den. Achso. Irgendwas anderes noch, den Dieb oder so. Ich hatte irgendwo, da hatte ich einen Bogen, das war eigentlich ganz cool. Ja, aber kann ich wieder zum Schwert wechseln? Irgendwie gefällt mir das besser. Cool, ich kann den Speer und das Schild. Boah. Mach gleich einen Lance Charge, ey. Ich wollte gerade sagen. Hast du keinen Lance Charge machen? Sehen, ob ich hier auch das ganze Spiel kontern kann, ne? RPMA kontern war. So, das passt. Ja, wenn alles nur so einfach wäre wie Monster Hunter, ne? Oh ja. Oh yeah, ich hab einen Trank genommen, Arm hoch. Ich hab Überreste untersuchen. Everybody do surfing. Surfing you, yes. Let's say. Was haben wir hier? Gegenstand benutzen mit Viereck. Ja, das mache ich jetzt bestimmt nicht, weil dann heile ich mich. Ich brauche meine Heiler. Die Heiler sind mir hier Gold wert im Scheißspiel. Ah, du brauchst keine. Ich spiele das ganze Spiel ohne Heiler durch. Ich spiele das ganze Spiel auch durch, ohne zu sterben. Irgendwie konnte ich auch mit einer. Genau. Auf Dreieck kann ich dann mit einer Hand, mit zwei Händen die Waffe benutzen. Dann ist es stärker, aber dann habe ich kein Schild mehr. Mach ich lieber nicht, weil dann sterbe ich. Ist das wichtig, oder? Hä? Ja, Schild so wichtig, oder? Für mich, ja. Ah, okay. Ich sag mal, es gibt normale Gegner, da kannst du so einen Konter-Move machen, dann sind die meisten eigentlich instant, wenn du das kannst. Also ist auch nicht so schwer. Und dann gibt's wieder Gegner, die ficken dich. Kreis, Rückwärtsschritt. Moment, wie mache ich das? Und zur Seite? Ah, Alter, der ist aber auch nicht so gelenkig, der Typ hier. Um was geht's eigentlich in dem Spiel? Das würde mich mal viel mehr interessieren. Wenn ich die Story richtig in Erinnerung hatte, ist es eine ziemlich leichte Story von wegen einfach nur. Wie war denn das eigentlich? Boah, ich wusste es vorher, aber ich weiß nicht mehr. Irgendwas total Langweiliges, wo du einfach nur irgendeinen Typ hier am Ende killen musst und dafür dich halt ein bisschen stärker machen musst, so wie die frühen alten Spiele. Ach so, okay. Also, na gut, aber ein einfaches Konzept, warum nicht, ja? Nur aber das Gameplay ist dafür umso behinderter. Wieso? Na, das Spiel ist schon geil, aber. Also nicht falsch verstehen, ich mag das Spiel, aber es ist so schwer. Ja, wenn man halt nur leichte Spiele gewohnt ist. Hallo, ich hab nur keine Spiele aus diesem Genre gewohnt, sagen wir so. Ja. Ich sag der Grandia-Spieler, der was immer wieder sagt, das Spiel ist zu einfach. Ja, kein Wunder, ich hab's auch schon 30 Mal gespielt oder so. Aber ich spiele normalerweise keine Action-Dinger, keine Action-Rollenspiele, ich spiele eigentlich nur rundenbasierte Sachen. Achso. Da bin ich besser. Ja, das wär's einmal zum Boss sagen. Ja, warte mal, ich muss jetzt erst einmal überlegen, was ich in der nächsten Runde mache, ne? Ja, na klar, Alter. Ich hab ja die Spiele, mach mir ein rundenbasiertes Kampfsystem rein. Schau da mal. Starker Angriff, R2, ja, das weiß ich schon. Ja, roll dich nochmal auf Kreis, oder nicht? Komm her, Konter. Ah, shit, ich musste keinen Schild drauf haben. Für den Konter, oder was? Jo, weil wenn du es genau richtig machst, dann verliert er so Deckung und dann ist so Zeitloop-Match. Dann kannst du irgendwie Ding reinhauen. Oder du kannst auch um sie rumlaufen und sie von hinten irgendwie das Ding reinschieben. So analverkehrmäßig. Spritzt das Blut wenigstens, oder? Blut ist an, muss ich mal drauf achten. Mann, ich hab. Ja, doch, wenn sie mich treffen, bluten. Ja, also Blut ist so ähnlich wie ein Monster Hunter immer. Aber es sieht halt realistisch aus, aber so, dass es immer so in der Luft spritzt. So. Jo, ich weiß schon, was du meinst. So, kann ich jetzt mal bei irgendwem. Oh, komm her, du schwarzer Ritter mit dem blauen Gesicht.